Ja, mein Name ist Sinje Kalpert-Kolberg. Ich bin die Energiereferentin der IHK zu Lübeck und darf Sie heute begrüßen, auch im Namen der IHK Schleswig-Holstein, das heißt meiner Kollegen Franco Jungjönmeier aus Flensburg und Klaus Roms aus Kiel. Was haben wir heute vor? PV im Unternehmensstandort. Da gibt es vieles zu bedenken, vieles zu beachten, auch viele tolle neue Ideen und die ein oder andere regulatorische Erleichterung. Wo wir damit aber so richtig einsteigen, gibt es noch die obligatorischen technischen Hinweise. Wir zeichnen auf und die Aufzeichnung dieses Webinars stellen wir hinterher in unsere Mediathek bis etwa Ende des Jahres ein. Die Folien erhalten Sie im Nachgang auch als PDF von uns. Wenn Sie Fragen haben, dann stellen Sie die bitte gerne über das Knöpfchen F und A. Das hat den Vorteil, dass ich sortieren kann, welche Fragen schon beantwortet sind. Und Sie können auch den Fragen anderer Teilnehmer zustimmen und die rutschen dann in der Reihenfolge ganz nach oben und werden dann als erstes weitergegeben. Wenn Sie in den Chat schreiben, dann erreichen Sie mich und hier das Orga-Team und den Referenten. Also es ist eher was für technische Problemchen, die wir hoffentlich alle heute nicht haben. Sie sind alle stumm geschaltet. Es wäre toll, wenn Sie es auch blieben, denn dann macht das Ganze ein bisschen einfacher und flüssiger. Und wir haben ja eben unsere Online-Kommunikationstools. Wenn Sie F und A mal testen wollen, können Sie das gerne machen. Schreiben Sie doch einfach zum Beispiel rein, von wo aus Sie uns heute zuschauen. Und das Webinar schaut sich ein bisschen bequemer, wenn Sie Präsentation bzw. Zoom auf Vollbild stellen. Ja, damit genug der technischen Einführung. Warum heute dieses Thema? Man könnte vielleicht auch sagen, warum schon wieder dieses Thema? Denn Photovoltaik, rechtliche Aspekte in der Eigenversorgung haben wir ja durchaus schon mal behandelt. Da hat sich aber in der Zwischenzeit doch einiges getan. Und was sich zum einen getan hat, sind diese völlig irrsinnigen Kurven in der Preisentwicklung. Also wir sehen diesen unglaublichen Ausschlag im Spätsommer letzten Jahres. Die Schnappatmung ist immer noch ganz, ganz dicht bei mir, die fühle ich quasi immer noch. Ich glaube, das ging vielen von uns so. Wir sehen die dramatischen Preissteigerungen, wir sehen das Auf und Ab an den Terminmärkten am Spot. Markt und die Idee, sich da nochmal ein bisschen in Richtung Eigenversorgung zu orientieren, liegt da natürlich ziemlich nahe. Außerdem, ich erwähnte es schon, es hat auch im regulatorischen Rahmen das ein oder andere neu gegeben. Die EEG-Umlage ist weggefallen. Stichwort Drittmengenabgrenzung, meine Lieblingsvokabel der letzten Jahre. Gleichzeitig haben wir jetzt eine Gewinnabschöpfung bei Photovoltaikanlagen. Wen betrifft das? Es gibt Änderungen in der Besteuerung von kleinen PV-Anlagen. Es gibt in immer mehr Bundesländern eine PV-Pflicht. Auch der Bund wird sicherlich noch in diese Richtung marschieren. Und von daher Grund genug für uns, dass wir dieses Thema heute nochmal anfassen. Und ich sage mal, die Anmeldelage, mir recht, die 53 Teilnehmer, die jetzt hier dabei sind, geben uns recht. Und viele Fragen, die mich eben auch im Alltagsgeschäft erreichen, drehen sich um dieses Thema. Und von daher bin ich super froh, dass wir heute Sebastian Lange bei uns haben. Er ist nämlich Rechtsanwalt, kann also diese ganzen juristischen Untiefen im Bereich Photovoltaik wunderbar ausloten, hat aber auch einen sehr, sehr großen technischen Sachverstand. Also heute bekommen Sie das Rundum-Paket. Und damit genug von mir. Ich gebe den Staffelstab weiter. Herr Lange, toll, dass Sie heute online mit dabei sind. Ja, herzlichen Dank. Ich versuche jetzt mal hier auf meinen Bildschirm zu wechseln. Sehen Sie jetzt meinen Bildschirm? Ja, perfekt. Wunderbar. Ja, auch von mir herzlich willkommen und herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Sebastian Lange und ich bin als Rechtsanwalt spezialisiert auf Solaranlagen. Ich mache mittlerweile nichts anderes als die juristische Beratung rund um Solaranlagen und betrachte das Thema eben aus ganz unterschiedlicher Perspektive, je nachdem, was gerade ansteht. Vor allem aber auch Vertragsgestaltung, rechtliche Anforderungen an den Betrieb von Solaranlagen, Fragen des Netzanschlusses und der Vergütung, aber auch dann eben Problemfälle aus der Praxis, wenn die Anlagen mal nicht so laufen, wie sie denn laufen sollen. Ja, ich möchte gleich starten. Wir haben heute ein recht großes Paket und wir werden sicherlich nicht alles in aller Tiefe eben behandeln können, aber ich möchte heute
die Gelegenheit hier nutzen, mal so einen Rundumüberblick zu geben, wenn wir das Thema Solaranlagen ja aus der Perspektive eines Unternehmens oder aus eines Gewerbebetriebs betrachten. Da sind ja doch dann einige Besonderheiten oder eben ganz besondere Anforderungen, die dann eben mit dem Betrieb der PV-Anlage einhergehen. Deswegen möchte ich erst einmal ganz frisch reinkommen und erstmal drüber nachdenken, so wo macht eine PV-Anlage Sinn? Was sind so Anwendungsmöglichkeiten, die ich mit einer PV-Anlage habe? Wie stellt sich die PV-Anlage wirtschaftlich dann für mich als Unternehmer dar? Zum einen geht es dann eben um harte Zahlen, zum anderen aber auch eben um den gesetzlichen Förderrahmen. Eine Änderung, die sich ja in letzter Zeit auch ergeben hat, ist eben das sogenannte Erneuerbare Energiengesetz 2023, das EEG 2023, was auch nochmal deutliche Verbesserungen für die Solaranlagen geschaffen hat. Und dann möchte ich so ein bisschen nach vorne schauen, so wenn man sich denn dann entschließt, Photovoltaik zu nutzen, was kommt dann auf mich als Betreiber einer solchen Anlage zu und was sollte man dann bei der Umsetzung, bei der konkreten Umsetzung möglichst bedenken, um dann rechtlich sauber aufgestellt zu sein. Fangen wir also mal an mit den Fragen, warum? Warum sollte ich in die Richtung denken, Solaranlagen zu bauen und zu nutzen? Ich möchte beginnen so mit drei ganz einfachen Fakten. Erster Punkt, Photovoltaik ist eigentlich die Erzeugungsart, mit der die wenigsten Menschen ein Problem haben. Photovoltaik stinkt nicht, Photovoltaik macht keinen Krach. Photovoltaik ist allenfalls eine optische Frage, wenn ich dann eben die Solarmodule sehe. Aber abgesehen davon gibt es kaum etwas, was ich gegen Photovoltaik einwenden könnte. Und deswegen ist auch Photovoltaik, wenn man mal so rumfragt, die Erzeugungsarten, die mit Abstand die höchste Akzeptanz genießt. Nicht nur das, mittlerweile ist Photovoltaik auch die günstigste Stromerzeugungsart, die ich habe. Lange Zeit wurde Photovoltaik verspottet, dass es zu teuer sei in unseren Breitengraden und sich nicht lohnen würde, dass es nur so eine Spinnerei sei. Aber die preisliche Entwicklung hat eben dazu geführt, dass Photovoltaik jetzt günstiger ist als alles andere. Also auch wirtschaftlich macht PV durchaus Sinn. Und dann kommt noch eben dritter Aspekt hinzu, Klimaschutz. Auch da hält sich ja hin und wieder mal so dieses Vorurteil, dass die Erzeugung einer PV-Anlage oder die Herstellung einer von den PV-Zellen mehr Energie verbrauche, als sie dann letztlich erzeuge. Das ist nicht so. Die energetische Amortisationszeit einer PV-Zelle liegt bei 1 bis 2 Jahren. Also das macht auch unter dem Aspekt Klimaschutz durchaus Sinn, in Photovoltaik zu investieren. Wenn ich jetzt über Solaranlagen spreche, Solarenergie, meine ich tatsächlich jetzt in erster Linie Photovoltaik. Also nicht die Wärme, die Solarthermie, sondern eben die Stromerzeugung aus der Sonnenenergie. PV-Anlage, nur mal ganz allgemein, besteht im Wesentlichen aus den PV-Modulen. Das sind in der Regel die Teile, die ich dann sehe. Ich habe Wechselrichter und eventuell auch noch einen Stromspeicher. Stromspeicher ist nicht zwingend, aber mittlerweile fast bei jeder zweiten Anlage schon eine Nebenanlage zu einer Solaranlage, die gerne genutzt wird, um dann eben den Strom auch zwischenzuspeichern. Wenn ich jetzt vor der Frage stehe, investiere ich in eine Solaranlage, ja oder nein, macht das für mich Sinn, dann sollte ich mir dessen bewusst sein, dass eben eine PV-Anlage nichts ist, was ich mal so fertig irgendwie im Baumarkt kaufe, sondern dass eine PV-Anlage aus vielen einzelnen Komponenten besteht und die müssen eben entsprechend aufeinander abgestimmt sein. Und das eben hängt auch sehr davon ab, was ich letztlich mit dem Solarstrom machen möchte. Denn gerade wenn ich Solaranlagen betreiben möchte, weil es für mich eine günstige Art ist, Strom zu erzeugen, sollte ich mir gut überlegen, wie die einzelnen Komponenten aufeinander abgestimmt sind.
wie die ausgelegt sind, dimensioniert sind, damit ich eben nachher möglichst einen wirklich wirtschaftlichen Betrieb damit herstelle. Also die erste Frage, die ich mir tatsächlich stellen sollte, ist eben, was möchte ich mit dem Strom machen und vor allem auch, wie sieht mein spezifisches Lastprofil aus? Gerade wenn ich in den Unternehmensbereich gucke, sehe ich ja, dass es ganz unterschiedliche Arten von Verbräuchen gibt. Ja, ein Bürogebäude hat einen ganz anderen Stromverbrauch, als wenn ich jetzt produzierendes Gewerbe habe, wo entweder 24 Stunden irgendwelche Maschinen laufen oder wo eben die Maschinen gerade morgens dann angefahren werden und ich dann morgens diese Spitzen drin habe, die möglicherweise dann auch auf der Stromrechnung besonders teuer sind. Je nachdem, was ich für ein Lastprofil habe, sollte ich dann halt überlegen, ob zum Beispiel ein Stromspeicher bei mir überhaupt Sinn macht oder entbehrlich ist. Ja, warum, was sind die Motive, in eine Solaranlage zu investieren? Wenn wir das mal versuchen zusammenzufassen, dann kommen wir eigentlich auf diese, oder bin ich auf diese 5 Punkte hier gekommen. Zum einen natürlich Stromkosten, Wirtschaftlichkeit des Stroms. Solarstrom ist eben besonders günstig, deutlich günstiger als der Strom, den ich aus dem Netz beziehe, sodass ich damit Geld sparen kann. Im Unternehmensbereich gewinnt auch zunehmend an Bedeutung der Imagegewinn. Unternehmen, die eben sichtbare Solaranlagen haben oder eben eine gute Ökobilanz haben, können damit durchaus Werbung machen. Das ist durchaus ein Kriterium, was sich heutzutage ganz gut verkaufen lässt. Was ich aus meiner Beratung auch schon mitgenommen habe, da kamen Unternehmen zu mir, die dann auf einmal so ein Konzept für Solaranlagen haben wollten und sich schlau gemacht haben, wie das denn funktioniert, weil die Mitarbeiter darauf gedrungen haben. Das war eben ein sehr innovatives Unternehmen mit hochqualifizierten Mitarbeitern, die dann irgendwann tatsächlich der Geschäftsleitung auf die Decke gestiegen sind, mit der Frage, warum haben wir bei uns keine Solaranlagen? Also auch für die Mitarbeiter ist es durchaus ein Kriterium. Dann natürlich Klimaschutz und allgemeine gesellschaftliche Verantwortung. Das spielt vielleicht dann auch mittelbar, kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, eine Rolle. Es gibt auch durchaus eben Kommunen, die darauf achten, wenn sie dann neue Gewerbegebiete ausweisen oder eben Grundstücke verkaufen für Unternehmen, Logistikhallen ansiedeln wollen, dass dann dort auch da schon Vorgaben gemacht werden. Hier, bitteschön, wir wollen auch entsprechende ökologische oder Strom aus erneuerbaren Energien auch hier vor Ort fördern. Und in Schleswig-Holstein haben wir es ja sogar mittlerweile im Gesetz, Stichwort Solarpflicht, dass unter bestimmten Voraussetzungen ich als Unternehmer, wenn ich denn neu baue oder saniere, ich sogar verpflichtet bin, Solaranlagen zu errichten. Ja, Schleswig-Holstein ist eines der Bundesländer, die eben die Solarpflicht schon haben. Das ist nicht in allen Bundesländern so der Fall, aber in Schleswig-Holstein gilt seit dem 01.01.2023 eben eine Solarpflicht für Neubauten von Nichtwohngebäuden bei Dachsanierung in einem bestimmten Umfang und auch für Parkplätze. Der neue Koalitionsvertrag enthält auch Aussagen zum Thema Solarpflicht und sieht vor, dass die Solarpflicht dann ab 2025 nochmal verschärft werden soll. Wie das konkret aussieht, wissen wir heute noch nicht. Aber jedenfalls, was ich mitnehmen muss, ist, es ist sozusagen bei all den guten Argumenten, die es sowieso gibt, nicht mehr mir ganz freigestellt, ob ich Solaranlagen haben möchte oder nicht. Unter bestimmten Voraussetzungen muss ich eben in Solar oder auch Solaranlagen auf meinem Gebäude installieren. Dann gibt es auch noch so eine mittelbare Solarpflicht, nämlich das Gebäudeenergiegesetz. Das schreibt in dem Sinne nicht vor, dass ich Solaranlagen oder PV-Anlagen errichten muss. Das Gesetz schreibt aber vor, dass ich eine gewisse Mindestquote von erneuerbaren Energien in der Wärmeerzeugung brauche. Und dann gibt es da eben eine Regelung im Gebäudeenergiegesetz, die halt sagt, dass ich diese Pflicht auf der Wärmeseite dadurch auch erfüllen kann, dass ich Solarstrom erzeuge. So kann ich also mit der Solaranlage auf dem Dach meine Pflicht aus dem Wärmebereich sozusagen abarbeiten.
Und dann hatte ich eben auch schon kurz angesprochen, gerade bei Gewerbegebieten, bei neu ausgewiesenen Gewerbegebieten kann man es häufig, immer häufiger beobachten, dass die Kommune dann eben Vorgaben macht, die noch über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen und dann eben auch Solaranlagen auf den Gebäuden vorschreibt. Ja, also wenn ich ganz neu an das Thema mich herantaste, sollte ich erst einmal mir selber überlegen, warum, zu welchem Zweck möchte ich denn eine Solaranlage errichten? Wie sieht mein spezifisches Lastprofil aus? Wann verbrauche ich den Strom? Wann brauche ich den günstigen Strom vor allem? Solaranlage hat eben diese Besonderheit, wenn ich keinen Speicher habe, habe ich die Erzeugung eben hauptsächlich in der Mittagszeit und im Sommer. Und deswegen muss das dann irgendwie auch zusammengedacht werden. Stichwort Stromspeicher, ob ich die Lasten verschieben kann oder ähnliches. So, und wenn ich dann soweit bin, dann gehe ich auf die Suche und frage mich, habe ich denn überhaupt geeignete Flächen? Mit dem EEG 2023 sind, ich hatte es eben schon kurz angesprochen, sind einige Neuerungen für Solaranlagen gekommen und deswegen auch schon mal hier eingangs ein kurzer Blick darauf, was das eigentlich bedeutet. Auch das ist etwas, was man jetzt eben im Hinterkopf behalten muss. EEG 2023 setzt den Rahmen für Solaranlagen eigentlich neu und eben durchaus enthält gravierende Veränderungen. Das fängt bereits dabei an, dass der sogenannte Ausbaupfad deutlich angehoben wurde. Ausbaupfad heißt, das Gesetz definiert selber Ziele, wie viel erneuerbare Energien in den nächsten Jahren eben errichtet werden sollen, EE-Anlagen. Und wenn ich das mal runterrechne, bedeutet das, was im EEG 2023 steht, nichts anderes als eine Verfünffachung des bisherigen Ausbautempos bei Solaranlagen. Die Hälfte davon soll Freiflächenanlagen betreffen, also das, was man da jetzt auf dem Foto zum Beispiel sieht, diese typischen Anlagen auf der grünen Wiese. Die andere Hälfte soll eben im Gebäudebereich erfolgen. Also wir werden in den nächsten Jahren einen massiven Ausbau der Solarenergie erleben. Das ist hier so eine Grafik, die zeigt mal eben dieses Hochfahren. Das soll in dem Sinne jetzt nicht sofort vom ersten Jahr an erfolgen, sondern eben jetzt die nächsten 3-4 Jahre hochgefahren werden. Aber wie gesagt, von einem Ausbautempo bislang ungefähr 5 Gigawatt Peak im Jahr hoch bis auf 20 Gigawatt Peak, die jedes Jahr hinzugebaut werden. Das ist, manchmal hört man so diese Kritik, das ist kein deutscher Sonderweg, das ist nichts, was sich allein der deutsche Gesetzgeber hat einfallen lassen, sondern auch der europäische Rahmen ist mittlerweile darauf ausgelegt, den Ausbau für Solarenergie in den nächsten Jahren deutlich zu beschleunigen. Also viele der Gesetzesänderungen sind auch eben in Brüssel initiiert. Auch der europäische Rechtsrahmen ändert sich gerade rasant zugunsten der Solarenergie. Ja, ich habe jetzt immer von PV-Anlagen gesprochen. Dabei müssen wir natürlich bedenken, das Schöne an PV-Anlagen ist ja, dass ich sie in allen möglichen unterschiedlichen Formen haben kann. Ich kann sie auf kleine Einfamilienhäuser packen, ich kann große Gewerbehallen damit belegen, ich kann sie auf der Freifläche benutzen. Hier unten in der Mitte sehen wir ein Bild von einem überdachten Parkplatz oder eben auch ein Trend, ob man das gut findet oder nicht, ist eine andere Frage, aber das Thema schwimmende PV-Anlagen. Links unten sehen wir auch noch PV-Anlagen auf einer sogenannten baulichen Anlage, entweder hier Lärmschutzwand oder ähnliches. Aber grundsätzlich eignen sich eben ganz unterschiedliche Flächen für Solarenergie. Hier, wenn wir über PV-Anlagen am Unternehmensstandort sprechen, dann sind sicherlich die beiden Bilder in der Mitte interessant, entweder so klassische Gewerbehallen, Logistikhallen oder eben auch Parkplätze. Oder was auch durchaus gemacht wird, wenn man ein größeres Grundstück hat, auch einzelne kleinere Freiflächenanlagen in der Nähe eines Unternehmens zu installieren. Was man dabei bedenken sollte, wenn wir über die Flächen sprechen und die Frage, wo kann ich denn eine Solaranlage installieren,
Es ist nicht mehr so wie noch vor einigen Jahren, wo man gesagt hat, dass ich für Solaranlagen möglichst nach Süden ausgerichtete Flächen benötige. Der Ertrag ist zwar am höchsten, wenn ich die PV-Module Richtung Süden ausrichte und dann so auf 20, 30 Grad aufgeständert oder angewinkelt habe. Aber auch wenn ich diese Idealvorgabe nicht erfülle, habe ich immer noch einen ganz ordentlichen Ertrag, der bei den PV-Anlagen erzeugt wird. Mitunter geht man heutzutage sogar hin, habt da jetzt ein Foto eingefügt, und weicht ganz bewusst eben von dieser Südausrichtung ab und ständert dann eben nach Ost und nach West aus. Das macht man, wenn man zum Beispiel eben den Verbrauch eben am Morgen und am Abend hat, dass man sagt, da in den Stunden wollen wir vor allem den Solarstrom erzeugen und dann richtet man eben die Module danach aus. Also diese alte Vorgabe, möglichst nach Süden ausgerichtet, die gilt heute nicht mehr so. Und dann auch ein spannender Trend ist natürlich, ich kann auch in die Fläche gehen. Dadurch, dass die Module immer effizienter werden, kann ich nun mal auch es mir leisten, auch die Fläche zu nutzen. Ich habe jetzt hier ein Foto genommen, das ist ein Gebäude, was in Berlin steht. Das ist vom Helmholtz-Zentrum Berlin, die ihr neues Gebäude eben in der Farbe aus dem Corporate Design dann mit PV-Modulen belegt haben. Also diese blaue Fläche, die Sie dort sehen, ist tatsächlich eine funktionierende PV-Anlage in der Unternehmensfarbe und die Anlage erzeugt ordentlich Strom. Ja, werfen wir mal einen Blick auf die Wirtschaftlichkeit. Denn bei allen guten Zielen und guten Vorsätzen, das Klima zu schützen, muss es sich natürlich auch für den Unternehmer irgendwie dann rechnen, wenn er in die Solaranlage investiert. Früher war es so, dass fast alle Anlagen als Volleinspeiseanlagen genutzt wurden. Das heißt, der Solarstrom ging ins Netz und ich hatte da eben dann eine Vergütung dafür bekommen, aber habe den Strom nicht wirklich selber genutzt. Heute sind fast alle Anlagen auf Gebäuden als Überschussanlagen geplant und konzipiert. Das heißt also, der Strom wird erst vor Ort verbraucht und nur der Überschuss geht dann ins Netz und wird dann vergütet. Das EEG 2023 ist so ein bisschen Rolle rückwärts, fördert nämlich jetzt insbesondere auch die Volleinspeisung. Allerdings, es gab dann so zwischenzeitlich, kurz bevor das Gesetz verabschiedet wurde, dann noch Kritik und auch dann in letzter Sekunde sozusagen noch Änderungen. Es gibt jetzt eine besondere Förderung für die Volleinspeisung, aber sie ist jetzt so ausgestaltet, dass ich Volleinspeisung und Überschusseinspeisung eigentlich ganz gut kombinieren kann. Das gucken wir uns dann gleich nochmal im Detail an. Ja, hier ist eine Grafik, die ich eigentlich ganz spannend finde. Auf der Grafik sieht man ganz gut, wie sich die Kosten entwickelt haben. Wir sehen auf der einen Seite eben die Kosten für die Solaranlagen oder für den Solarstrom, muss ich genauer sagen, im Vergleich zu den Kosten, die ich hatte eben oder habe, wenn ich den Strom aus dem Netz beziehe. Die Kosten für den Strombezug aus dem Netz sind kontinuierlich gestiegen. Wir sehen hier eben zwei Linien, zum einen eben Privathaushalte und Gewerbe. Und bei den Privathaushalten hatten wir eigentlich so ab 2012 schon so den Punkt erreicht, dass Solarstrom günstiger war oder zumindest ungefähr gleich teuer war wie der Strom aus dem Netz. Und danach war es eigentlich so, dass es sich im privaten Bereich, wenn ich eine geeignete Fläche hatte, fast immer gerechnet hat, wenn ich so Solarenergie nutze. Im gewerblichen Bereich war die Situation anders, was vor allem daran lag, dass eben Gewerbebetriebe häufig deutlich günstigere Stromkosten hatten als eben Privathaushalte, sodass es da die Solarenergie lange Zeit schwer hatte, preislich eben zu konkurrieren mit dem Netzstrom. Jetzt haben wir, das ist ja eben schon kurz angesprochen worden, haben wir natürlich in den letzten Monaten gesehen, dass sich das auch ganz schnell ändern kann. Mittlerweile sind die Kosten für Solarstrom so niedrig, dass sie eben auch bei gewerblichen Strompreisen, die ich als Gewerbe habe, durchaus mithalten kann oder jetzt eben sogar der Punkt erreicht ist, wo ich eben
den Solarstrom auch im Unternehmen deutlich günstiger bekomme als den Strom aus dem Netz. Wenn ich über Kosten spreche, muss ich mir immer vergegenwärtigen, dass es nicht den einen Strompreis gibt, sondern der Strompreis, den ich nachher auf der Rechnung sehe, setzt sich eben aus sehr vielen einzelnen Bestandteilen zusammen. Und auch das ist eben ein Punkt, warum Solarenergie in der Praxis so günstig ist. Denn wenn ich Strom aus dem Netz beziehe, zahle ich nicht nur den Strom für die Erzeugung des zahle ich nicht nur die Kosten für den erzeugten Strom, sondern auch alles drumherum, insbesondere die Netznutzung, die Konzessionsabgaben, Steuern und Abgaben, die daran gekoppelt sind. Das summiert sich alles auf und unterm Strich stelle ich dann fest, dass die eigentlichen Kosten der Stromerzeugung ja nur rund ein Viertel des Gesamtpreises ausmachen. Wenn ich den Strom vor Ort selber erzeuge und selber verbrauche, habe ich all diese Kostenbestandteile nicht. Dann habe ich wirklich nur die reinen Erzeugungskosten. Ab einer gewissen Größe kommen dann eventuell noch Stromsteuer drauf. Aber im Grunde, wenn ich eben mein Grundstück nicht verlasse, habe ich im Wesentlichen die Erzeugungskosten. Und das macht eben den Strom aus der Solaranlage eben konkurrenzfähig und unschlagbar günstig. Hier nochmal zusammengetragen, die Kosten für eine PV-Anlage, wie sie sich in den letzten 15, 20 Jahren entwickelt haben. Sie sind eben gerade infolge dieses massiven Ausbaus, den wir schon erlebt haben, deutlich gesunken, sodass sie jetzt eben diese vergleichsweise günstigen Preise haben. Vielleicht nochmal kurz einen Blick darauf zurück. Das haben Sie ja vielleicht auch mitbekommen. Die Stromkosten oder die Preise für Solaranlagen sind lange Jahre immer weiter gefallen. Jetzt haben wir in den letzten Monaten, letzten ein, zwei Jahren die Situation gehabt, dass sie auch wieder gestiegen sind. Also müssen grundsätzlich davon ausgehen, dass wir jetzt bei der Preisentwicklung tatsächlich so die Talsohle eigentlich erreicht haben. Es wird jetzt nicht weiter wesentlich günstiger werden. Ich glaube allerdings auch nicht, was manche so befürchten, dass es perspektivisch jetzt immer teurer wird. Das war zwar jetzt so einige Monate so gegeben, dass es eigentlich von Monat zu Monat immer wieder ein bisschen teurer wurde. Aber das hatte eher damit zu tun, dass wir auch gerade im Solarbereich gerade zwei große Probleme haben. Das eine ist auch hier Fachkräftemangel und überhaupt die richtigen Leute oder Anbieter zu finden, die die Anlagen jetzt schnell bauen können. Und das andere sind eben auch hier die Probleme in den Lieferketten, gerade weil eben Solaranlagen oder die Komponenten für die Solaranlagen häufig aus Asien kommen, hatten wir hier auch extreme Lieferschwierigkeiten in den letzten Monaten. Das sind aber alles Probleme, die werden sich wieder, das wird sich alles wieder zusammenruckeln. Und so dass ich nicht davon ausgehe, dass die Solaranlagen jetzt in der nächsten Zeit jedenfalls nicht zwangsläufig teurer werden. Im Moment erleben wir natürlich, wenn ich jetzt gerade aktuell abfrage, die Preise, erleben wir eben schon einen Preisanstieg, was allein dadurch gemünzt ist, dass die Nachfrage seit Februar letzten Jahres infolge des russischen Angriffskrieges, dass die Nachfrage nach Solaranlagen extrem angestiegen ist. Also das, was ich da so von meinen Mandanten höre, die Anlagen bauen, die sagen mir, ja, die Nachfrage hat sich vervierfacht seitdem. Also die Errichter, die kommen gar nicht mehr hinterher. Und das erlaubt es natürlich dann auch, dass manche Errichter zurzeit Preise aufrufen, die vor zwei Jahren eigentlich undenkbar gewesen wären. Aber das ist einfach Angebot und Nachfrage zurzeit. Ja, reden wir über die Wirtschaftlichkeit und werfen wir mal einen Gesamtblick auf das Thema. Dann muss ich natürlich erst einmal vergleichen, so was kostet der Solarstrom, den ich selber erzeuge? Und das ist relativ leicht zu berechnen. Ich habe die Investitionskosten. Ich kann relativ gut prognostizieren, welche Kosten ich im laufenden Betrieb in den nächsten 20, 25 Jahren haben werde. Und ich kann relativ gut prognostizieren, wie viel Strom ich mit der Anlage erzeugen werde. Und dann kann ich eben ausrechnen, was kostet mich die Kilowatt Strom aus der eigenen Solaranlage.
Und diese Kosten, die nehme ich dann und versuche dann mal zu kalkulieren, was werde ich denn dann in den nächsten 20, 25 Jahren mit dem Solarstrom verdienen oder was habe ich für einen wirtschaftlichen Nutzen aus dem Solarstrom? Ich habe auf der einen Seite natürlich den Eigenverbrauch, wenn der Solarstrom günstiger ist als der Bezugsstrom aus dem Netz. Dann spare ich mit jeder Kilowattstunde, die ich selbst erzeuge und vor Ort selbst verbrauche, ja, gutes Geld. Den Überschuss, den kann ich entweder vor Ort verkaufen oder ich speise ihn ins Netz und lasse ihn mir dann eben vergüten. Und das sind dann eben ja, die wirtschaftlichen Vorteile, die ich daraus habe. Mittlerweile ist es so, also was so auf den ersten Blick ganz einfach aussieht, wird dann doch immer komplexer. Zum einen, was man auch bedenken muss, wenn man wirtschaftlich das Ganze betrachtet, es sind auch gewisse steuerliche Auswirkungen, die ich bei einer Solaranlage habe. Das betrifft jetzt nicht allein die aktuelle Diskussion Umsatzsteuer und Ertragssteuer bei den kleinen PV-Anlagen, sondern auch gerade, wenn ich dann die größeren Aufdachanlagen nehme. Die großen Aufdachanlagen sind beliebtes Investitionsobjekt, gerade weil ich mit den Solaranlagen auch gut Steuern sparen kann. Das sind hier die Stichworte Investitionsabzugsbetrag, IAB, Sonderabschreibung für Solaranlagen. Ich bin kein Steuerberater, deswegen würde ich das so in der Praxis erstmal nicht aktiv beraten, aber das ist das, was ich eben mitbekomme, was für viele Investoren eben eines der Motive ist, warum wird investiert in Solaranlagen, weil der steuerliche Effekt manchmal eigentlich interessanter ist, als das, was ich mit dem reinen Stromverkauf dann verdiene. Anderer Punkt, was jetzt erst hinzugekommen ist, die nächsten Jahre sicherlich immer spannender wird, das sind Erlöse aus dem Verkauf der sogenannten THG-Quote. THG-Quote betrifft nicht direkt Solaranlagen, aber hängt mittelbar damit zusammen. Die THG-Quote, die ist eigentlich ein Thema aus dem Bereich Elektromobilität. Wenn ich Ladepunkte habe, also Ladesäulen, die öffentlich zugänglich sind, dann kann ich eben die THG, also die Treibhausgasemissionen, die Zertifikate, die ich dafür bekommen kann, die kann ich verkaufen. Da gibt es mittlerweile Dienstleister, die das anbieten. Wenn ich öffentlich zugängliche Ladepunkte habe, Ladesäule habe, dass dann eben der Stromverkauf oder die Stromnutzung über diese Ladesäulen in diese THG-Quoten einbezogen wird. Und dann kann ich das als, ja, letztlich als Einnahmequelle nutzen. Das ist noch relativ neu und ist, wie gesagt, auch mit ein paar Voraussetzungen verknüpft. Deswegen müsste ich dann immer gucken, ob das für meinen Betrieb Sinn macht, in diese Richtung zu denken. Es ist im Moment noch so ein Rechtsrahmen, der noch nicht unbedingt optimal ist und auch noch in der Diskussion ist. Deswegen, das ist im Moment noch so ein Thema, das wird spannend, wenn ich einen eigenen Fuhrpark habe mit E-Fahrzeugen und eben eigene Ladesäulen. Und wenn ich die dann auch noch mit Solarstrom kombiniere, dann kann ich da möglicherweise einen hohen Nutzen rausholen. Werfen wir heute einen Blick eher auf die Vergütung, die ich aus dem EEG bekomme. Das ist eben das, was offensichtlich ist und was naheliegend ist, wenn ich den Strom, den ich überschüssig habe, ins Netz einspeise. EEG 2023. Einiges hat sich verändert, aber es ist nicht alles neu. Kurz zur Einordnung. Das EEG, das gibt es seit dem Jahr 2000, also seit über 20 Jahren mittlerweile. Es wurde x-mal geändert. Alle paar Jahre gibt es kleinere, größere Änderungen. Und die aktuelle Änderung ist eben das EEG 2023. Auch wenn sich einiges geändert hat, die Grundprinzipien, die sind eigentlich gleich geblieben. Also der grobe Rahmen, der hat sich nicht verändert. Wer sich bislang im EEG auskannte, der wird sich dann auch schnell orientieren können, was sich jetzt geändert hat. Kurz zusammengefasst, wie sieht die Förderung nach dem EEG aus?
Ich habe zum einen, wenn ich eine Solarstromanlage habe, habe ich einen gesetzlichen Anspruch darauf, dass ich auch mit meiner Anlage ans Netz komme. Das heißt, der Netzbetreiber muss mich anschließen. Wenn ich überschüssigen Strom habe, den ich ins Netz einspeise, dann bekomme ich diesen Strom zu einem gesetzlich definierten Wert vergütet. Das Gesetz spricht hier vom anzulegenden Wert. Und bei diesem anzulegenden Wert muss ich nochmal differenzieren. Da geht es um die Anlagengröße. Kleinere Anlagen, PV-Anlagen bis 100 kW Peak bekommen eine feste Einspeisevergütung. Bei den größeren Anlagen über 100 kW Peak setzt sich dann meine Vergütung eigentlich aus zwei Teilen zusammen. Ich bekomme zum einen die sogenannte Marktprämie vom Netzbetreiber, aber ich muss mit diesen Anlagen auch in die Direktvermarktung. Das heißt, ich habe einen Dienstleister, der den Strom dann letztlich verkauft und der Dienstleister, der Direktvermarkter, bezahlt mir dann eben einen Verkaufspreis eben für den Strom. Unterm Strich ist das ungefähr das Gleiche. So ist die Idee, dass die größeren Anlagen in die Direktvermarktung müssen, aber letztlich dann in der Summe doch wieder den anzulegenden Wert bekommen. Die noch größeren Anlagen ab 1000 kW Peak müssen in die, so heißt es immer, müssen in die Ausschreibung. Sie müssen nicht, ich bin nicht gezwungen, in die Ausschreibung zu gehen, aber wenn ich eine gesetzliche Förderung in Anspruch nehmen möchte, dann ist die Voraussetzung, dass ich einen Zuschlag in einer Ausschreibung bekommen habe, würde mir auch freistehen, größere Anlagen zu bauen. Wenn ich sage, ich möchte überhaupt keine gesetzliche Förderung, dann muss ich auch nicht in die Ausschreibung. Aber wenn ich eben diese gesetzliche Förderung haben möchte, dann muss ich eben oder brauche ich einen Zuschlag, den ich in einer Ausschreibung bekomme. Vielleicht kurz zum Verständnis, Größenordnung, 100 kW Peak ist jetzt eigentlich nicht so groß. Also mit einer kleineren Halle habe ich die 100 kW Peak eigentlich schnell erreicht. 1000 kW Peak, 1 Megawatt, da bräuchte ich schon eine größere Gewerbehalle, aber es gibt durchaus auch Aufdachanlagen, die mehr als 1 Megawatt haben, also Anlagen, Aufdachanlagen mit 2, 3 Megawatt sind jetzt nicht so selten. Logistikhallen, große Lagerhallen können auch schon mal 5, 6 Megawatt haben. Ja, und was auch gleich geblieben ist im neuen EEG, ist der sogenannte Pflichtenkatalog, also das, was ich als Betreiber einer solchen Anlage beachten muss. Schauen wir uns an, was hat sich denn verändert? Zum einen ist eben der Ausbaupfad angehoben worden. Die Ziele, die im Gesetz stehen, die sind deutlich angehoben worden. Und damit eng zusammenhängend verbunden, sagt das Gesetz jetzt auch, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien im überragenden öffentlichen Interesse ist. Klingt jetzt erstmal plakativ, hat aber durchaus rechtliche Folgen. Nämlich immer dann, wenn es um die Abwägung geht, kann ich da erneuerbare Energien, kann ich eine zum Beispiel Solaranlage errichten oder nicht? Und wenn da irgendwelche widerstreitenden Interessen sind, bei Solaranlagen zum Beispiel der Denkmalschutz, dann fällt es mir jetzt als Anlagenbetreiber deutlich leichter zu argumentieren, dass meine Solaranlage, die ich plane und errichten möchte, Sinn macht und im öffentlichen, überragenden öffentlichen Interesse ist. In der Gesetzesbegründung steht ausdrücklich drin, damit sollen auch Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden oder in der Nähe von denkmalgeschützten Gebäuden grundsätzlich möglich sein. Eine wesentliche Änderung, die jetzt gekommen ist, sogar noch im alten Jahr sofort umgesetzt, ist die Streichung der EEG-Umlage. Das hat gravierende Auswirkungen. Zum einen fällt damit der größte Kostenbestandteil eigentlich weg. Die EEG-Umlage hatte zwischenzeitlich mal über 6, fast 7 Cent pro Kilowattstunde ausgemacht. Die Kosten sind weg. Aber ich bin auch, wenn ich jetzt gerade auf die Eigenversorgung gucke, nicht mehr so in diesem engen regulatorischen Rahmen, dass ich gucken muss, meine PV-Anlage irgendwie als Eigenstromanlage umzusetzen. Ich kann viel freier vor Ort den Strom einfach zum Beispiel an meinen Mieter verkaufen, an meinen Nachbarn, der auf demselben Grundstück ist oder an demselben Anschluss versorgt wird, den Strom einfach verkaufen. Ich muss nicht da irgendwelche komischen
komplizierten Vertragsmodelle stricken, sondern das ganze Thema der Nutzung des Stroms vor Ort ist deutlich einfacher geworden. Die Fördersätze sind angehoben worden, das gucken wir uns gleich auch nochmal im Detail an. Ich habe eine besondere Förderung für Volleinspeiser und diese Schwelle für die Ausschreibungspflicht ist angehoben worden von 750 auf 1000 kW Peak. Das heißt, Aufdachanlagen können jetzt auch größer geplant werden, ohne dass ich dann eben in die Ausschreibung muss. Dann gab es seit dem EEG 2021 ja so manche Regelungen, die es gerade im gewerblichen Bereich schwierig gemacht haben, PV-Anlagen wirtschaftlich zu kalkulieren. Wir müssen jetzt nicht in die alten Regelungen gucken, aber es gab zum Beispiel für Anlagen zwischen 300 und 750 kW Peak eine 50% Regelung, dass nur die Hälfte des Stroms vergütet wird. Diese Regelung ist komplett gestrichen worden. Und wir hatten dort auch bei bezuschlagten Anlagen eben so ein Verbot, dann den Strom selber zu verbrauchen. Auch das ist gestrichen worden. Also da gibt es einige Erleichterungen jetzt im neuen EEG. Ja, das sind die neuen Vergütungssätze. Diese Werte, die Sie hier sehen, die sind eben für kleine Anlagen unter 100 kW Peak. Also kleine Anlagen, wie gesagt, das ist so eine kleinere Gewerbehalle, so Größenordnung Autowerkstatt oder so, 100 kW Peak. Da bekomme ich eben die Einspeisevergütung und ich muss nicht in die Direktvermarktung. Und dann sind das meine Vergütungssätze. Ich bekomme dann eben bei einer Überschusseinspeisung zwischen 8,2 Cent für die ersten 10 kW Peak bis hin zu 5,8 für den höheren Leistungsanteil. Kurz zum Verständnis, wer die Zahlen zum ersten Mal sieht, das sind sogenannte Leistungsstufen, die im Gesetz drinstehen, bis 10 kW Peak, bis 40 kW Peak und bis 100 kW Peak. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich mit einer Anlage, die 50 kW Peak hat, beispielsweise nur 5,8 bekomme, sondern ich muss dann sozusagen den Leistungsanteil rechnen. Ich bekomme für die ersten 10 kW Peak 8,2, für die weiteren 30 kW Peak umgerechnet dann die 7,1 und für das, was da drüber kommt, dann die 5,8. Also muss ich das dann immer im Verhältnis zu meiner Anlage, im Größenverhältnis zu meiner Anlage dann eben ausrechnen, wie viel Vergütung ich im Durchschnitt für meine PV-Anlage bekomme. Jetzt gibt es mit dem EEG 2023, wie gesagt, einen Zuschlag, wenn ich eine Volleinspeiseanlage habe, wenn ich den Strom also nicht selber verbrauche, sondern wenn der Strom komplett ins Netz geht. Warum hat der Gesetzgeber das gemacht? Nun, der Gesetzgeber verfolgt mit dem EEG 2023 das Ziel, macht die Dächer voll. Die Dachflächen, die da sind, sollen auch genutzt werden. Das war nämlich bislang immer so ein Problem aus der Praxis, dass die Anlagen eben auf Eigenverbrauch optimiert waren. Die Anlagen wurden so ausgelegt, dass der Strom hauptsächlich eben selber verbraucht wurde und möglichst wenig ins Netz gegangen ist, weil das eben bislang das Wirtschaftlichste war. Davon möchte der Gesetzgeber jetzt wegkommen und sagt, wenn wir die Dachflächen haben oder die Dachflächen, die sind wertvoll, wir brauchen die Flächen für den Ausbau und deswegen können wir es uns nicht mehr leisten, die Dachflächen nicht voll zu nutzen. Deswegen gibt es jetzt den zusätzlichen Anreiz, eben Volleinspeisung besser zu vergüten, nämlich da ein paar Cent obendrauf zu schlagen. Das sind dann, wenn ich also eine kleine Volleinspeiseanlage habe, meine Vergütungssätze 13 Cent, 10,9 bis 100 kW Peak. Bei den ein bisschen größeren Anlagen, also Anlagen, die größer als 100 kW Peak, aber kleiner als 1000 kW Peak sind, bekomme ich eine leicht höhere Vergütung, weil ich mit diesen Anlagen in die sogenannte Direktvermarktung muss. Der Gedanke dahinter ist, ich bekomme zwar unterm Strich nahezu das Gleiche, habe aber einen höheren Aufwand dadurch, dass ich einen Direktvermarkter brauche. Und dieser höhere Aufwand, der wird dann sozusagen doch dadurch ein bisschen besser vergütet, dass es da keinen Abschlag gibt von dem anzulegenden Wert und ich dann 0,4 Cent pro
pro Kilowattstunde mehr bekomme, wenn ich eine Anlage in der Direktvermarktung habe. Ja, das sind dann eben die Vergütungssätze für die Anlagen, die in der Direktvermarktung sind. Und das können dann eben Anlagen bis 1000 kW Peak sein. Hatte ich es eben schon angesprochen. Diese besondere Förderung für die Volleinspeisung bedeutet jetzt nicht, dass Eigenversorgung für mich jetzt als Betreiber der Anlage kein Modell mehr ist, weil das andere attraktiver ist. Also zum einen, gucken wir nochmal zurück, selbst wenn ich eine Vergütung von 11,3 Cent für den eingespeisten Strom bekomme, der Strompreis, den ich für den Strom aus dem Netz zahle, ist immer noch deutlich höher. Selbst das wäre sozusagen für mich immer noch wirtschaftlicher, dann den Strom selber zu verbrauchen. Aber der Punkt ist, es gilt zwar jetzt die Devise, macht die Dächer voll, aber auf der anderen Seite soll der Strom auch durchaus vor Ort genutzt werden können. Und wie hat der Gesetzgeber diese beiden Modelle dann zusammengebracht? Er hat einfach gesagt, es ist möglich, dass ich eine Anlage, wenn ich jetzt eine neue Anlage auf einem größeren Dach baue, dass ich diese Anlage aufteile und ich mache einfach zwei draus. Ich mache eine Volleinspeiseanlage. Diese Anlage bekommt dann die höhere Vergütung für die Volleinspeisung. Und ich mache eine Eigenversorgungsanlage. Und bei der Eigenversorgungsanlage, das ist eben dann der Strom, den ich hauptsächlich selber nutze. Und der Überschuss aus dieser Eigenversorgungsanlage, der wird dann eben mit den leicht niedrigeren Vergütungssätzen vergütet, aber wird immer noch vergütet. So, also das ist eben dann die Marschrichtung, wenn ich ein größeres Dach habe und ich möchte den Strom auch selber nutzen, dann würde ich also nach Möglichkeit von Anfang an in diese Richtung planen. Ich teile die Anlage auf, ich mache eine Eigenversorgungsanlage und eine Volleinspeiseanlage in Kombination. Das heißt, ich müsste vorher mal so ein bisschen prognostizieren, wie viel Strom brauche ich denn wirklich selber und wie viel Strom ist, wenn ich das Dach voll mache, eigentlich überschüssig und geht ohnehin ins Netz. Und dann würde ich den überschüssigen Teil von vornherein abknapsen, daraus eine eigene Anlage machen, gewisse Anforderungen, die ich beachten muss, auch halt getrennte Zähler. Ich muss das natürlich auch dem Netzbetreiber melden, aber dann kann ich das machen, ja, und dann kann ich eben auch die höhere Vergütung mitnehmen, wenn ich von Anfang an weiß, dass ich den Strom sowieso nicht benötige. Neu ist auch, dass der sogenannte atmende Deckel gestrichen wurde. Der hatte zur Folge, dass die Vergütung nach dem EEG sich teils monatlich ändern konnte. War die Idee, dass die Förderhöhe davon abhängig sein soll, wie viel Solaranlagen tatsächlich gebaut wurden in letzter Zeit. Das hat es aber ziemlich kompliziert gemacht und hat es dann auch für mich in der Planung ein bisschen schwierig gemacht, fest zu kalkulieren, wie viel bekomme ich denn für den Solarstrom, sodass der Gesetzgeber das jetzt zum Glück gestrichen hat und durch eine einfache Regelung ersetzt hat, nämlich, dass die Vergütung alle 6 Monate automatisch um 1% abgesenkt wird. Das auch erst dann ab nächstem Jahr, das heißt, dieses Jahr ist es noch fest. Und dann kann ich im Vorfeld ganz genau kalkulieren, wie viel oder wie hoch die Vergütung sein wird, wenn ich weiß, dass ich in 3 Monaten, in 6 Monaten oder in 9 Monaten mit meiner Anlage fertig sein werde und die dann ans Netz nehmen werde. Ja, die sogenannte Flächenkulisse wurde noch erweitert für PV-Anlagen. Relevant ist es vor allem eben für die Freiflächenanlagen. Da war das bislang so, dass Freiflächenanlagen bekommen nicht überall die gesetzliche Förderung, sondern Freiflächenanlagen werden nur dann gefördert, wenn sie in ganz bestimmten Bereichen auf ganz bestimmten Flächen stehen. Und eine dieser Flächenkategorien ist eben dieser Seitenstreifen entlang der Autobahn und der Schienen. Es ist also kein Zufall, dass eben entlang der Autobahn so viele PV-Anlagen zu sehen sind, sondern eben Folge der gesetzlichen Regelung, dass Anlagen, die am Rande einer Autobahn stehen oder an Schienen stehen, eben diese gesetzliche Förderung bekommen können. Der Streifen war lange Zeit 110 Meter, dann war er 200 Meter und ist jetzt auf 500 Meter erweitert worden.
künstliche Gewässer unter bestimmten Voraussetzungen können gefördert werden oder auch besondere Anlagen, zum Beispiel auf Parkplätzen oder Agri-PV-Anlagen. Das Thema Ausschreibung, das werde ich heute nicht vertiefen, das wäre nochmal ein Vortrag für sich, aber nur so viel, die Ausschreibungsmengen sind eben deutlich angehoben worden und so, dass ich auch für die größeren Anlagen über einem Megawatt, über 1000 kW Peak eben jetzt leichter an einem Zuschlag komme. Schauen wir uns jetzt die letzte Viertelstunde noch an, so was muss ich denn als Betreiber beachten, wenn ich jetzt sage, ja, ich mache das jetzt mit der PV-Anlage, ich investiere jetzt in meine eigene PV-Anlage. Was bedeutet das konkret, auf was muss ich achten und wie sieht das in der vertraglichen Umsetzung aus? Also zunächst einmal muss ich halt differenzieren, wenn ich über den gesetzlichen Rahmen spreche. Eine PV-Anlage auf dem Dach betrifft gewissermaßen so zwei unterschiedliche Rechtsgebiete. Auf der einen Seite ist es die Frage des Baurechts. Was muss ich im Baurecht beachten, wenn ich eine PV-Anlage errichte? Und die andere Frage ist eben das Energierecht. Wie stellt es sich energierechtlich dar? Und dann hört man immer eben, wenn es um das Baurecht geht, häufig, ja, Solaranlagen auf Gebäuden brauchen ja keine Genehmigung. Das ist bei den meisten Anlagen der Fall. Die meisten Anlagen auf Dächern sind mittlerweile genehmigungsfrei. Heißt aber nicht, dass irgendwie Baurecht keine Rolle spielen würde. Also das sollte ich in der Praxis schon erstmal genau prüfen, nach der jeweiligen Bauordnung. Ich habe jetzt hier exemplarisch nur eben die Bauordnung mal aus Brandenburg zitiert, ob da die Genehmigungsfreiheit für die Anlage gegeben ist oder nicht. In der Regel sind viele Anlagen genehmigungsfrei, sollte aber geprüft werden. Selbst wenn ich zu dem Ergebnis komme, ich brauche keine förmliche Baugenehmigung, heißt es nicht, dass ich auf nichts achten muss. Das materielle Baurecht gilt weiterhin fort. Das heißt also, auch wenn ich keine Genehmigung beantragen muss, muss ich trotzdem eben die Anforderungen aus dem Baurecht beachten. Und das bedeutet zum einen bauplanungsrechtlich, bauordnungsrechtlich kann es ein Thema sein. Nehmen wir mal als Beispiel diese überdachten Parkplätze. Da gibt es gewisse Vorgaben, dass ich nicht jedes PV-Modul, was ich gerade finde, im sogenannten Überkopfbereich verwenden darf. Da brauche ich also bestimmte, ganz bestimmte PV-Module, wenn ich sie dann im Überkopfbereich benutzen möchte. Denkmalschutz kann eine Rolle spielen oder Ähnliches. Und dann etwas, was häufig vergessen wird, wenn ich eine PV-Anlage auf einem Gebäude und insbesondere Gewerbebetrieb errichten möchte, ich sollte, auch wenn die PV-Anlage selber keine Genehmigung braucht, sollte ich in die Baugenehmigung für das Gebäude mal schauen. Denn da können sich auch Anforderungen oder vielleicht auch Einschränkungen ergeben. So gibt es gewisse Betriebe, wo ich nicht ohne weiteres eine PV-Anlage obendrauf setzen kann. Irgendwelche feuergefährdeten oder vielleicht sogar explosionsgefährdeten Betriebe. Da gelten dann eben besondere Anforderungen, was Brandschutz anbelangt. Und das könnte zum Beispiel dem Betrieb einer PV-Anlage entgegenstehen. Deswegen, ja, auch wenn der ein oder andere vielleicht hört, für die PV-Anlage brauche ich keine Genehmigung, trotzdem, das Gebäude wird wahrscheinlich eine Genehmigung haben und da sollte ich auf jeden Fall erstmal reingucken. So, und das war jetzt so aus dem Baubereich. Wenn ich jetzt ins Energierecht gucke, da habe ich natürlich dann als Betreiber zum einen gewisse technische Mindestanforderungen, die die Anlage einhalten muss. Da kann ich jetzt, wenn ich jetzt als Unternehmer sage, ich möchte jetzt eine PV-Anlage erwerben, kann ich mich grundsätzlich darauf verlassen, dass dann der Errichter sich darum schon kümmern wird, dass die Anlage auch die technischen Mindestanforderungen aufweisen wird. Wenn die Anlage dann fertig ist, dann muss die Anlage registriert werden beim örtlichen Netzbetreiber, aber auch im sogenannten Marktstammdatenregister bei der Bundesnetzagentur. Unter bestimmten Voraussetzungen interessieren sich auch die Finanzämter, auch das Hauptzollamt eben für die Solaranlage. Nämlich zum einen natürlich, PV-Anlage an sich gilt als Gewerbebetrieb und hat umsatzsteuerlich, ertragssteuerlich
eben bestimmte Folgen. Zum anderen haben wir eben auch die besondere Steuer der Stromsteuer. Dafür sind dann die Hauptzollämter zuständig. Solaranlagen unter einem Megawatt sind im Ergebnis stromsteuerfrei, aber die Hauptzollämter wollen das gegebenenfalls ganz genau nachgewiesen haben, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind, und deswegen spielen auch die Hauptzollämter hier eine Rolle. Und dann gerade im gewerblichen Bereich gibt es auch gewisse Regelungen aus dem Arbeitsschutz, die hier reinwirken. Und daraus kann dann eben resultieren, dass ich bestimmte Wartungspflichten habe für den laufenden Betrieb. Ich möchte jetzt hier kurz auf eine aktuelle Problematik eingehen, die jetzt gerade im Bereich von PV-Anlagen auf Flachdächern und auf Gewerbebetrieben zu einigen Diskussionen geführt hat. Es gab vor mittlerweile fast 3 Jahren eine Entscheidung vom OLG Oldenburg zu einer abgebrannten Solaranlage. Kurz zum Hintergrund, es gab dort oben, das ist in der Nähe von Jever gewesen, eine Solaranlage auf einem Elektronikfachgeschäft. Und dieses Elektronikfachgeschäft ist zum Glück an einem Sonntagnachmittag abgebrannt. Und da war schnell die PV-Anlage im Verdacht, dass die PV-Anlage die Ursache für den Brand gewesen sein könnte. Und dann wurden da diverse Gutachten eingeholt, und es sah dann tatsächlich so aus, dass die PV-Anlage wahrscheinlich den Brand verursacht hat. Nun ist es so, PV-Anlagen können eine Gefahrenquelle darstellen. Eine PV-Anlage ist nun mal eine technische Anlage, die Strom erzeugt. Die technische Anlage, die Strom erzeugt, hier sogar bei der PV-Anlage ist es der Gleichstrom, und dieser Gleichstrom hat eben diese Eigenschaft, wenn dort irgendein Defekt ist, dann können da sogenannte Lichtbögen entstehen. Das ist wie so, Sie kennen das aus, es gibt jetzt mittlerweile Feuerzeuge oder eben Schweißgeräte, eben dass dort letztlich eine Brandquelle geschaffen wird durch die PV-Anlage. Eine PV-Anlage, die ordentlich installiert ist, die keinen Defekt hat, wird nicht einfach so abbrennen. Aber wenn die Anlage irgendeinen Defekt hat, wenn dort Kabel defekt sind oder so, kann es eben in seltenen Fällen dazu kommen, dass eine PV-Anlage auch einen Brand verursacht. So, und das hat dann eben hier die Gerichte beschäftigt. Hier war es die Gebäudeversicherung, die dann den Planer und den Errichter der Anlage in die Haftung nehmen wollten und gesagt hat, ihr zahlt den Schaden. Und das OLG Oldenburg hat das genauso gesehen. Diese Entscheidung vom OLG Oldenburg, die ist durchaus umstritten. Umstritten deshalb, weil das Gericht nämlich DIN-Vorschriften herangezogen hat, die eigentlich gar nicht mehr galten. Und aufgrund eines, muss man sagen, Übersetzungsfehler, die DIN-Vorschriften in der deutschen Übersetzung eigentlich anders ausgelegt hat, als sie gedacht waren. Hat aber letztlich dazu geführt, dass es heißt, PV-Anlagen auf dem Flachdach da oben, der Errichter haftet. Nun, was ist daraus dann, was war die Folge? Auch die Versicherer haben sich dieses Urteil ganz genau angeschaut und kamen zum Teil zu dem Ergebnis, PV-Anlagen auf Flachdächern, insbesondere eben, wenn das Flachdach dort oben diese Bitumenbahnen hat, sind nicht so einfach zulässig, sei ein Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik, so nach dieser Auslegung des OLG Oldenburg. Und deswegen sagen die ersten Versicherer, das versichern wir nicht mehr. Also es gibt durchaus, ich habe bislang gehört von 2 Versicherern, die tatsächlich gesagt haben, PV-Anlagen auf Bitumenbahnen versichern wir nicht mehr. Nun sollte man als Betreiber einer solchen Anlage das schon mal gehört haben und auch bedenken, die Versicherer gehen mittlerweile hin, wenn dort irgendwo mal was passiert, sei es jetzt Brand, sei es jetzt irgendein Schaden am Dach, das Wasser eintritt, sei es, dass die Anlage beim Sturm runterfliegt. Wenn dort irgendwo ein Schadensfall ist, gehen die Versicherer mittlerweile hin und gucken ganz genau hin, ob die Anlage tatsächlich nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet und betrieben wurde.
Und wenn die da irgendetwas finden, wo die sagen können, das ist nicht allgemein anerkannte Regel der Technik, dann sagen die häufig, dafür übernehmen wir keine Haftung. Und das kann in der Praxis tatsächlich ein Problem sein. Das Problem fängt eben an, wenn dann die eigene Gebäudeversicherung sagt, Moment, wir wollen hier nicht mehr den Versicherungsschutz aufrechterhalten, wir verzichten auf die Versicherung, weil du diese PV-Anlage hast. Oder eben, auch das kommt durchaus vor, ist schon bei mir aufgeschlagen, dass dann die Versicherer sagen, wir haften hier nicht, wenn dort tatsächlich mal ein Schaden entstanden ist. So, was heißt das jetzt für die Praxis? Also das hat wirklich zu einigen Verunsicherungen geführt. Ich würde aber sagen, es bedeutet nicht, dass PV-Anlagen auf Flachdächern nicht mehr zulässig seien. Manche interpretieren das so, das wäre meines Erachtens zu weit interpretiert, zumal eben diese OLG-Rechtsprechung an sich auch fragwürdig ist. Aber was man mitnehmen sollte, wenn man eine PV-Anlage auf einem Flachdach entweder schon betreibt oder gedenkt zu betreiben, dann sollte ich ganz besonders darauf achten, dass die Anlage wirklich ordnungsgemäß geplant, errichtet und betrieben wird. Das heißt, ich sollte am besten vor der Errichtung mit meinem Gebäudeversicherer abstimmen, welche Anforderungen dieser Gebäudeversicherer dann stellt, wenn eine PV-Anlage aufs Dach soll. Das können dann, wie gesagt, das können dann bestimmte Maßnahmen sein, um das Brandrisiko eben einzuschränken. Da gibt es bestimmte technische Möglichkeiten. Da gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, die Anlage wird häufiger als normal gewartet, dass es dann eine jährliche Sichtprüfung geben muss oder irgendetwas in der Art. Jedenfalls, das sollte man mit der Versicherung möglichst frühzeitig klären. Und wenn ich eine solche Anlage auf einem Flachdach errichten möchte, sollte ich ganz besonders eben in der Planungsphase schon alle denkbaren Problemfelder tatsächlich prüfen oder prüfen lassen. Sprich also nicht nur die Baugenehmigung und die Statik, was immer der Fall sein sollte. Ich sollte ganz genau gucken, was habe ich dort für eine Dachhaut oben auf dem Dach? Was ist da für eine Dämmschicht unter der Dachhaut? Wie sieht es mit dem Blitzschutz aus? Und all eben diese baulichen Gegebenheiten ganz genau aufnehmen und prüfen lassen. Und da lieber mal ein paar Euro mehr in die Hand nehmen für ein gutes, für eine gute Prüfung durch einen Fachmann, als dann nachher das Nachsehen zu haben, dass da möglicherweise kein Versicherungsschutz besteht. Wenn die Anlage dann errichtet ist, sollte sie eben auch nach der Errichtung nochmal von Fachleuten geprüft werden, sauber dokumentiert werden, dass die Anlage geprüft wurde und alles bei der Übergabe eben den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprach. Ich sollte einen Wartungsvertrag abschließen und eben mit meiner Versicherung auch tatsächlich klären, dass ich jetzt eine PV-Anlage auf einem Flachdach betreibe. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, ganz aktuell die Entwicklung, wenn es um PV-Anlagen auf Gewerbebetrieben geht, die ja dann eben häufig Flachdächer haben. So, wenn ich jetzt ganz kurz nochmal einen Überblick hier, wenn ich jetzt tatsächlich sage, ich möchte jetzt eine PV-Anlage haben, was mache ich? Gut, ich sollte erst einmal eben einen entsprechenden Anbieter suchen und dann gucken, dass ich dort mir die Anlage errichten lasse. Da bei den Anbietern gibt es eben ganz verschiedene Anbieter, große, kleine, günstig, teuer. Das ist wirklich ein sehr, sehr buntes Feld auf der Anbieterseite. Das heißt, ich sollte mir durchaus die Zeit nehmen, verschiedene Angebote zu vergleichen und die Sache eben ordentlich aufnehmen zu lassen und prüfen zu lassen. In der Vertragsgestaltung gibt es dann so manche Punkte, da müssen wir heute nicht im Detail drauf eingehen, aber wo man achten sollte, dass man wirklich sicherstellt, zum Beispiel gerade wenn es um PV-Anlagen auf Flachdächern geht, dass man das wirklich vorher sauber regelt, wie der Prüfumfang vorher aussieht, was alles beachtet werden muss. Bei den größeren PV-Anlagen auf Gewerbebetrieben gibt es sicherlich auch bestimmte Anforderungen, was den betrieblichen Ablauf anbelangt, mit Lagerplätzen, mit Montagezeiträumen und all das, was nicht in so einem Standardvertrag unbedingt alles geregelt ist. Deswegen, da sollte man dann auch sich die Zeit nehmen, da eine saubere vertragliche Lösung zu vereinbaren. Und ganz wichtig, deswegen habe ich es unten auch nochmal hervorgehoben, was ich immer wieder aus der Praxis feststelle,
Die Anlagendokumentation, die ist häufig unzureichend. Und wenn da mal was passiert mit der PV-Anlage, so ein Versicherungsfall tritt ein, das Erste, was die Versicherer sagen, ist immer, zeig mir mal die Anlagendokumentation. Und wenn ich da ins Schwimmen komme und habe nicht alle Dokumente vorliegen, habe ich schon mal das erste Problem. Deswegen bei der Errichtung frühzeitig, spätestens mit der Übergabe, eben prüfen und abfragen, habe ich wirklich die vollständige Anlagendokumentation. Auch dafür gibt es mittlerweile DIN-Normen, das ist alles geregelt, wie so eine Anlagendokumentation auszusehen hat. Aber ganz ehrlich, ich habe eigentlich bislang kaum eine Anlage gesehen in der Praxis, die eine korrekte Anlagendokumentation, vollständige Anlagendokumentation hatte. Ja, wenn ich den Gewerbebetrieb möglicherweise oder wenn ich einen Gewerbebetrieb auf einem fremden Grundstück habe, ich bin Mieter, dann brauche ich natürlich auch letztlich so eine Art besonderen Mietvertrag für die Fläche auf dem Dach. Der normale Mietvertrag wird die Dachfläche nicht umfassen, kann man alles vertraglich regeln. Also auch wenn das Grundstück nicht mir gehört, kann ich eben dann die Dachfläche anmieten, um dann dort eben eine Anlage auf einem fremden Grundstück sozusagen zu betreiben. Gerade in dieser Konstellation, wenn das Grundstück nicht mir gehört, ich möchte aber die PV-Anlage aufs Dach haben, um sie selber nutzen zu können, da gibt es verschiedene vertragliche Modelle, die man dann zwischen Grundstückseigentümer und Mieter des Grundstücks dann umsetzen könnte. Da sollte man sich dann also zusammensetzen. Entweder der Gebäudeeigentümer investiert selber, liefert dann den Strom. Das geht mittlerweile ganz einfach, weil ich diese EEG-Umlage nicht mehr habe. Also entweder man macht eine Stromlieferung oder man macht eben einen Mietvertrag an der Fläche oder man kann auch drittes Modell sagen, der Gebäudeeigentümer errichtet die Anlage und verpachtet dann die gesamte Anlage an den Nutzer des Gebäudes. Stromliefervertrag oder neudeutsch PPA. Wie gesagt, dadurch, dass jetzt keine EEG-Umlage mehr dafür zu zahlen ist, sind solche Modelle auch durchaus interessant. Ich kann also einfach sagen, ich liefere den Strom entweder an meine Nachbarn auf demselben Grundstück ohne Netznutzung oder vom Vermieter an den Mieter. Das ist, ehrlich gesagt, kein großes Hexenwerk mehr, einen solchen Vertrag aufzusetzen und dann einfach eine Stromlieferung zu vereinbaren. Ich kann dann mir nochmal überlegen, wenn ich denn so eine Stromlieferung vereinbare, bezieht sich diese Stromlieferung dann nur auf den Solarstrom oder ist es eine sogenannte Vollversorgung? Das heißt, der Mieter, zum Beispiel der Mieter, bezieht dann seinen gesamten Strom vom Vermieter. Das ist beides möglich. Das hat verschiedene Vor- und Nachteile. Aber das kann man alles regeln. Weiteres Modell, kurz angesprochen, die Anlagenpacht. Wenn der Grundstückseigentümer die Anlage errichtet und auch weiter eben Eigentümer und Betreiber sein oder Eigentümer sein möchte, weil es vielleicht steuerlich für ihn günstig ist, dann kann er aber auch hingehen, wenn er sagt, ich möchte mit dem Betrieb eigentlich nichts zu tun haben, weil ich damit die ganzen Betreiberpflichten nicht sein Thema und so, kann er sagen, dann verpachte ich eben die komplette Anlage. Ja, dann ist dann der Mieter, der Grundstücksmieter, gleichzeitig Pächter der Anlage und wird dann Betreiber der Solaranlage. Auch das kann man machen. Und für all die anderen Dinge drumherum, sei es Versicherung, Direktvermarktung, Wartung, Betriebsführung, Messdienstleistungen, THG-Quote, auch mittlerweile besondere Dienstleistungen. Zu all diesen Bereichen finde ich Dienstleister. Ich kann vieles oder einiges davon könnte ich vielleicht sogar selber machen. Zum Beispiel Wartung und Instandhaltung. Ich auch schon eben Betriebe hier, die sagen, wir haben selber so viele Elektriker im Haus, das machen wir selber. Betriebsführung kann man eben auch vieles selber machen. Oder man holt sich eben Dienstleister dafür. Ja, deswegen alles irgendwie machbar, alles keine Raketenwissenschaft mehr. Die Frage ist halt nur, wie möchte man es machen und welche Anlage ist eben das Passende für mich. Aber dann kann man alles umsetzen. Damit bin ich dann am Schluss meines Vortrags angekommen. Ich habe hier hinten nochmal meine Kontaktdaten aufgeschrieben, falls es noch Nachfragen gibt zu den einzelnen Modellen oder zu den einzelnen Themen, die heute angesprochen sind. Können Sie sich auch gerne jederzeit einfach
melden. Super. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Lange, für den tollen Vortrag, diesen Überblick in ganz viele verschiedene Bereiche von der Versicherung und Flachdach bis hin eben zu verschiedenen Modellen. Jetzt haben sich während Ihres Vortrags schon die ein oder anderen Fragen angesammelt. Ich würde die einfach mal der Reihe nach vorlesen. Und zwar Frage Nummer 1. Wie sieht es denn aus mit der Installationspflicht, wenn die vorhandene Infrastruktur gar nicht die erzeugte Strommenge abnehmen kann? Betrifft wahrscheinlich jetzt die Solarpflicht in Schleswig-Holstein. Genau. Ja. Also da, ohne das jetzt im Detail zu kennen, dieses Gesetz, würde ich jetzt erstmal allgemein sagen, man kann nichts Unmögliches, verlangen. Und die Gesetze zur Solarpflicht sehen in aller Regel dann auch diese Klausel oder diese Einschränkung vor Wirtschaftlichkeit. Wenn ich nachweisen kann, bei mir macht die Solaranlage wirtschaftlich keinen Sinn, dann muss ich sie auch nicht bauen. Stichwort, ich habe vielleicht ein Dach, aber das ist komplett verschattet. Ja, weil ich im Nachbarhaus, irgendwie daneben ist ein großes Hochhaus, ich stehe die ganze Zeit im Schatten oder ich bin nach Norden ausgerichtet. Und egal, wie schön ich auch rechne, ich werde diese Anlage nie wirtschaftlich betreiben können. Dann kann ich mich eben auf das Argument Wirtschaftlichkeit berufen. Also Solargesetz hier aus Berlin kenne ich zum Beispiel recht gut. Da muss man es dann eben beantragen, aber da kann man sich sozusagen Freifahrtschein abholen, wenn man nachweisen kann, dass die Anlage nicht wirtschaftlich betrieben werden kann. Und ähnlich wäre es halt auch beim Netzanschluss. Ja, wenn ich dann eben weiß, ich kriege die Anlage nicht ans Netz, weil der Netzbetreiber mir dann eine Rechnung für den Netzausbau schicken würde, und sagt, okay, gut, also theoretisch kriegt man ja jede Anlage ans Netz. Die Frage ist immer, wie teuer ist es, wenn der Netzausbau dann eben oder der Netzanschluss dann finanziert werden muss. Und wenn der mir sagt, du musst da hinten ins Netz und die Leitung kostet dann eben 500.000 Euro, dann kann ich sagen, mit diesen Zusatzkosten rechnet sich die Anlage nicht. Die ist nicht wirtschaftlich zu betreiben. Und dann, wie gesagt, würde ich mir den Freifahrtschein abholen. Vielen Dank. Dann nochmal zum Thema Lebenszykluskosten im Prinzip. Welche Kosten fallen am Ende der Lebensdauer der Anlage für Abbau und Entsorgung an? Ja, also klar, die Anlagen werden in der Regel kalkuliert auf mindestens 20 Jahre. Die Nutzungsverträge, wenn ich eine Fläche anbiete, sind in aller Regel auf 30 Jahre ausgelegt. Und man sagt eben, die übliche Lebenszeit einer PV-Anlage kann durchaus 25, 30 Jahre sein. Es gibt auch Anlagen, die länger sind, aber irgendwann muss die Anlage auch wieder runter. Und dann habe ich natürlich die Abbaukosten. Wie hoch die jetzt konkret sein werden, ist eigentlich schwer zu sagen, weil ich muss ja gucken, was gilt in den 20 Jahren eigentlich, wenn die Anlage wieder runterkommt. Also ich habe eben in der Regel bei den größeren Anlagen ein Gerüst, was gestellt werden muss. Dann muss die Anlage demontiert werden. Dann müssen die Löcher am Dach auch wieder verschlossen werden. Möglicherweise muss ich das Dach auch neu eindecken danach, je nachdem, was für eine Konstruktion ich hatte. Im besten Fall Flachdach, wenn alles in Ordnung war, muss ich am Dach nichts machen. Das ist dann unverändert. Dann muss ich nur die Teile runterholen. Entsorgungskosten habe ich bei den PV-Modulen in aller Regel nicht. Die sind nämlich mittlerweile eben in diesem Elektroschrottkreislauf drin. Da müssen die Hersteller die eben entsorgen. Aber ich muss natürlich erstmal demontieren und die Anlage runterholen. Wie viel Euro das jetzt sind bei Aufdach, könnte ich jetzt gar nicht so genau sagen, was da aktuell kalkuliert wird. Aber es ja die Demontagekosten sind dann ungefähr so in Größenordnung der Montagekosten. Wie gesagt, ist eigentlich der gleiche Ablauf, nur andersrum. Gerüst stellen, Teile runterholen. Entsorgungskosten habe ich nicht bei den Modulen, natürlich bei dem, wenn ich eine Unterkonstruktion habe, möglicherweise beim Schrott. Super, vielen Dank. Dann hat sich eine Frage durch Ihre Ausführungen am Schluss schon wieder erledigt. Kommen wir zum Thema Einspeisevergütung. Gibt es Prognosen zur Einspeisevergütung im Rahmen der Direktvermarktung? Im Jahr 2022 lag die durchschnittliche Vergütung wohl bei ca. 20 Cent die Kilowattstunde. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen. Während der Präsentation stand nur an einer Stelle kurz erwähnt. Das betrifft die Anlagen in der Direktvermarktung, also Anlagen über 100 kW Peak. Da muss ich den Strom ja, das hat der Gesetzgeber, ich glaube 2012 so entschieden, am Markt frei verkaufen. Das war damals unter dem Stichwort
ja, der Strom, die Erneuerbaren müssen marktfähig sein. Es geht nicht, da ginge nicht mehr an, dass die sozusagen immer gepampert werden, sondern sie müssen eben marktfähig werden. Und da hat der Gesetzgeber die Erneuerbaren gezwungen, in den Markt zu gehen und selbst für die Vermarktung zu sorgen. Machen jetzt diese Dienstleister, die direkt vermarkten, aber die vermarkten den. Und als der Gesetzgeber das eingeführt hat, hatte er nicht auf dem Schirm, dass der Marktpreis möglicherweise mal über dem anzulegenden Wert liegen würde, also das, was das Gesetz an Vergütung garantiert. Und das ist jetzt eben, ich glaube, seit Dezember 2021 oder so ein bisschen früher, haben wir es so, dass wir, dass die Preise durch die Decke gehen, die Marktpreise durch die Decke gehen und dann der Erlös aus der Direktvermarktung teils darüber liegt. Wie sich das langfristig entwickeln wird, das kann, glaube ich, keiner zurzeit sagen. Ich rechne allerdings, also ich rechne auf der einen Seite nicht damit, dass der Strompreis permanent diese Höhe halten wird, wie wir es zwischenzeitlich hatten. Wir hatten zwischenzeitlich fast 40 Cent für den Solarstrom. Ich glaube, August 2022 war so hoch. Aber er wird sicherlich auch nicht mehr so weit auseinander liegen, wie das bis 2021 war. Also ich würde mal, wenn man mit dem anzulegenden Wert rechnet, ist man sowieso auf der sicheren Seite und er wird wahrscheinlich sogar ein bisschen drüber sein. Also 7,5, 8 Cent, glaube ich, ist durchaus realistisch, dass das dauerhaft so bleibt. Dankeschön. Noch eine Frage zum Thema Direktvermarktung. Wie hoch ist der Aufwand für den Eigentümer bzw. den Betreiber bei Anlagen größer 100 kW? Was ist zu tun? Eigentlich überhaupt. Der Aufwand ist denkbar gering. Ich muss mich nur einmal für einen Direktvermarkter entscheiden und dann überlege ich vielleicht alle 2, 3 Jahre, ob ich den Direktvermarkter wechsle, weil es da mal wieder eine Preisanpassung gab oder weil es da eine Änderung gab oder so. Oder nicht, aber der Aufwand ist eigentlich denkbar gering. Es gibt am Markt verschiedene Direktvermarkter. Ich kann mir sozusagen meinen Direktvermarkter aus 10, 20, 30 Anbietern aussuchen, lasse mir ein Angebot kommen und unterschreibe dann dort. Und ich muss dem einmal eben dann zum einen die ganzen Daten zu der Anlage geben, zum anderen muss auch der Direktvermarkter einen Zugriff auf die Anlage haben, eine Fernsteuerbarkeit. Das heißt, da gibt es in der Tat eine technische Anforderung, dass dort eine Steuerungseinheit in der PV-Anlage eingebaut ist, mit der mein Direktvermarkter klarkommt, also die Schnittstelle zum Direktvermarkter hat. Das gebe ich einmal in Auftrag und dann wird das umgesetzt und dann kann ich das meinetwegen 20 Jahre so durchlaufen lassen. Dann habe ich nie wieder einen Aufwand damit. Das ist dann wirklich nur, also die Direktvermarktung kostet so einen Bruchteil eben der Vergütung kriegt dann der Direktvermarkter ab als Entgelt. Das ist aber auch von den Kosten her überschaubar. Das sind also ein paar hundert Euro maximal niedriger vierstelliger Bereich bei diesen Aufdachanlagen. Das ist also von diesen 0,4 Cent, die dann für die Direktvermarktung dann eben zusätzlich vergütet werden, voll abgedeckt. Und dann, wie gesagt, brauche ich mich nicht damit befassen, wenn ich es dann nicht möchte. Vielen Dank. Noch eine Frage zur Vergütung, diesmal EEG-Vergütung ab 2023. Da hatten Sie ja schon einiges vorgestellt. Gilt das sowohl für Private wie auch für Gewerbliche als auch für Öffentliche? Ja, da wird nicht differenziert. Also es wird nicht an der Stelle nicht danach differenziert, wer die Anlage betreibt. Ich habe natürlich rein faktisch die Situation, im Privaten habe ich selten Anlagen über 100 kW. Das heißt, ich bin dort in der gesetzlichen Einspeisevergütung. Das ist dann die erste Tabelle gewesen. Als Privater interessiert mich nicht die, sondern eher die Tabelle. Aber dann ist es egal, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine kleine Anlage, 30 kW. 30 kW ist etwas, was ich durchaus auf manchen Privathäusern noch finde, wenn ich ein größeres Dach und einen größeren Carport habe, bekomme ich da vielleicht 30 kW drauf. Und ob das jetzt ein privates Wohnhaus ist oder zum Beispiel eine kleine Autowerkstatt, macht dann keinen Unterschied, was die Vergütungshöhe anbelangt. Wo das einen Unterschied machen kann, ist, wenn ich in den sogenannten Mieterstrom möchte, Mieterstromzuschlag. Der Mieterstromzuschlag ist daran gekoppelt, dass es auf Wohngebäuden, dass die Anlage auf Wohngebäuden ist.
Das ist aber eine Voraussetzung, das haben wir heute gar nicht angesprochen, Mieterstrom. Wann bekomme ich den Mieterstromzuschlag? Da kann es eben auch Auswirkungen haben, was für eine Art von Gebäude ist es. Nicht, was für eine Art von Betreiber, sondern was für eine Art von Gebäude ist es. Aber hier bei der normalen Vergütung nach dem EEG spielt es keine Rolle, ob ich jetzt Privathaushalt bin oder kleiner Gewerbebetrieb. Dankeschön. Dann haben wir noch eine Frage bei F&A. Darf im Außenbereich von Lübeck eine PV-Anlage in einem Landschaftsschutzgebiet auf einer ehemaligen landwirtschaftlichen Fläche, Klammer auf Weide, Klammer zu, errichtet werden? Das zieht wahrscheinlich so ein bisschen in Richtung öffentliches Interesse. Ja, genau. Also das Thema Freiflächen-PV-Anlage ist jetzt nicht ganz so einfach. Also zum einen muss man mal erstmal mitnehmen, wenn ich eine Freiflächenanlage errichten möchte, das geht immer nur mit einer extra Baugenehmigung. Wir hatten auf einer Folie die Voraussetzungen, wann das eben ohne Baugenehmigung geht. Und bei Freiflächenanlagen, ein bisschen größeren Freiflächenanlagen, brauche ich eigentlich immer eine Baugenehmigung. Und damit ich die Baugenehmigung bekomme, brauche ich in aller Regel auch einen entsprechenden B-Plan der Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde muss letztlich auch mitziehen. Ohne die Zustimmung der Gemeinde, ohne die Mitwirkung der Gemeinde, bekomme ich so eine Freiflächenanlage in der Regel nicht so einfach umgesetzt. Es gibt so gerade ältere Gewerbegebiete, Paragraph 8, Paragraph 9 dieser Baunutzungsverordnung, Gewerbe- und Industriegebiete, da gibt es so manche Regelungen, wonach es dann in älteren Gewerbegebieten möglicherweise doch geht. Aber wenn ich im Außenbereich bin, auf der grünen Wiese oder hier sogar Landschaftsschutzgebiet, dann brauche ich immer die Genehmigung und immer dafür den Bebauungsplan der Gemeinde. Und zum einen sind die Gemeinden dort mittlerweile recht restriktiv, weil nun mal die Nachfrage nach diesen Flächen enorm zugenommen hat, dass sie jetzt sich auch überlegen, welche Flächen überhaupt noch genutzt werden. Und zum anderen muss man natürlich gucken, wie gesagt, Genehmigungsfähigkeit. Da kann das Landschaftsschutzgebiet durchaus der Genehmigungsfähigkeit entgegenstehen. Da gibt es jetzt, ehrlich gesagt, da gibt es ja so viele verschiedene rechtliche Kategorien. Da müsste man jetzt im Einzelnen gucken, ob das ein Ausschlusskriterium ist oder nicht. Hängt auch davon ab, hier Landesentwicklungsplanung oder regionale Planungsgemeinschaften haben eventuell auch nochmal planungsrechtliche Vorgaben, dass die schon mal Ausschlussgebiete definiert haben. Also das kann man in dem Sinne nicht abstrakt sagen, geht oder geht nicht, sondern muss dann im Einzelfall ganz genau geprüft werden, ob irgendwelche planungsrechtlichen oder naturschutzrechtlichen Anforderungen dort wirklich als Knockout-Kriterium entgegenstehen oder ob ich die möglicherweise mit der entsprechenden Zustimmung und Mitwirkung der Gemeinde dann überwinden kann. Danke auch für diese Antwort. Damit haben wir F&A soweit beantwortet. Es haben sich allerdings auch noch zwei Fragen im Chat aufgetan. Wie sieht es mit Altanlagen aus, die nach 20 Jahren aus der Förderung fallen? Hat sich hier im EEG 2023 etwas zum Positiven geändert? Naja, die Problematik stellte sich ja ziemlich genau zum 01.01.2021. Da waren die ersten Anlagen, die rausgefallen sind. Und in dem Zuge hatte der Gesetzgeber, also schon mit dem EEG 2021, was verändert, nämlich auch die Altanlagen waren nicht mehr per se raus, sondern haben noch so eine Anschlussförderung bekommen. Mhm. Die ist, glaube ich, noch auch befristet. Ich glaube, bis 25 oder 27. Aber zurzeit die Altanlagen, die rausfallen, eigentlich rausgefallen wären, fallen jetzt in so eine Anschlussvergütung, die letztlich sagt, auf Marktpreis. Ne? Also da gibt es dann nicht mehr die gesetzliche Förderung, sondern die sollten auch den Marktpreis bekommen. Auch da war es so, als das dann 2021 kam, ging der Gesetzgeber noch davon aus, dass der Marktpreis eigentlich deutlich weniger war als der anzulegende Wert. Auch da hat sich das natürlich anders entwickelt. Also jeder, der sozusagen auch der jetzt den Marktpreis bekommt, der hatte einen schönen letzten Sommer. Der hat nämlich ganz gut verdient mit der Anlage. Und, also der letzte Sommer war nicht nur von der Vergütungshöhe her besonders, sondern wir hatten im letzten Sommer auch besonders viele Sonnenstunden. Also wenn man jetzt so die Rechnungen aus 2022 sieht, das ist schon ordentlich, was letztes Jahr verdient wurde. Und eine letzte Frage von den Teilnehmern. Empfehlung für einen Brandschutzgutachter. Wo findet man so jemanden? Ich denke mal, das zielt ab auf die Flachdachproblematik.
Ja, ich könnte mal so zwei, drei Namen raussuchen. Also ich habe regelmäßig mit PV-Gutachtern zu tun, aber wenn es wirklich um Flachdach geht, das ist nochmal eine Wissenschaft für sich. Da könnte ich ein paar Namen benennen. Ja. Dann Eine würde ich E-Mail vielleicht schreiben, dann suche ich mal ein, zwei Namen raus. Ja. genau bitten, da den Kontakt zu suchen. Ich hätte noch zwei, drei Fragen. Wir haben ja auch noch zwei, drei Minuten. Im Vorfeld sagten Sie, die PV-Pflicht kann unter Umständen auf diese ganzen Vertragskonstruktionen auch noch Auswirkungen haben. Was gilt es da eventuell zu beachten? Ja, das ist ein spannender Punkt. Ich glaube, das haben viele noch gar nicht so auf dem Schirm. Wenn ich eine Solarpflicht habe, kann das durchaus Auswirkungen auf die Vertragsgestaltung haben. Ein Stichwort. Also jeder, der so einen Nutzungsvertrag mal gesehen hat, wird darüber gestolpert sein. Da steht immer ein Satz drin, nämlich die Solaranlage ist kein wesentlicher Bestandteil des Grundstücks. Klammer auf. Scheinbestandteil im Sinne des Paragraph 95 BGB. Macht man deshalb, weil wenn ich eine Anlage mit dem oder ein Gebäude oder eine Anlage mit dem Grundstück fest verbinde, dann kann ich eigentlich kein separates Eigentum mehr an dieser Anlage haben. Dann wird dieses Eigentum automatisch Eigentum des Grundstückseigentümers. Und deswegen steht da in diesen Nutzungsverträgen immer drin, die Anlage soll kein wesentlicher Bestandteil sein, soll Scheinbestandteil des Grundstücks sein, damit eben das Eigentum nicht vermischt wird. Wenn ich jetzt aber eine Solarpflicht hier habe, die sagt, das Gebäude muss eine Solaranlage haben, dann kann ich eigentlich nicht mehr argumentieren, dass die Solaranlage kein wesentlicher Bestandteil sei, weil es ist ja gesetzliche Pflicht, dass ich sie habe. Das heißt, ich muss zum einen, wenn ich der Investor bin, muss ich eigentlich darauf achten, dass ich eine Regelung habe, die mich dann auch, selbst wenn das Eigentum möglicherweise auf den Grundstückseigentum übergeht, die mich dann trotzdem rechtlich so stellt, als wäre ich Eigentümer. Ja, dass ich das sozusagen kompensiere. Und ein weiterer Punkt dahinter ist, das habe ich eben auch schon in der Praxis so als Problem erlebt, wenn ich als Gebäudeeigentümer in der Pflicht bin, ich will aber dann selber nicht bauen und hole mir jemand anders rein und sage, bau du die Solaranlage auf mein Dach. Und dann schließe ich einen normalen Nutzungsvertrag, das ist ein Mietvertrag. Aber der Nutzungsvertrag sagt für sich eigentlich nicht aus, dass ich auch bauen muss. Ja, das heißt, der Gebäudeeigentümer hat dann doch ein Interesse, was über die reine Vermietung hinausgeht, weil er will ja, dass die Fläche auch tatsächlich genutzt wird. Und deswegen funktioniert das mit den normalen Nutzungsverträgen auch nicht so. Die normalen Nutzungsverträge sind Mietverträge, die berechtigen zur Nutzung, die verpflichten aber nicht, eben eine Solaranlage zu errichten. Und wenn ich das als Baupflicht ausgestalten muss, muss ich mir das gut überlegen, ob ich das wirklich als Baupflicht machen möchte, weil dann bin ich möglicherweise auch in der Haftung, wenn da was schief geht. Oder ob ich nicht zumindest dann im Nutzungsvertrag eine Klausel aufnehme und sage, wenn das Nutzungsrecht nicht wirklich genutzt wird oder nur zum Teil genutzt wird, dann kann ich eben die restliche Fläche selber nutzen oder ja, einen anderen Interessenten suchen, der dann eben auch die restliche Fläche mit Solaranlagen bebaut, damit ich dann meine Solarpflicht auch tatsächlich als Grundstückseigentümer erfülle. Danke, dass Sie darauf nochmal hingewiesen haben. Auch noch ein Punkt, der ja gerade sehr durch die Presse geistert, ist ja das Thema Umsatzsteuerbefreiung. Da habe ich ja für mich schon mitgenommen, dass es gerade für die gewerblichen Nutzer im Prinzip ein einfaches Thema ist, beziehungsweise kein wirkliches Thema ist. Das ist allerdings für die Installationsbetriebe da das ein oder andere zu beachten gibt. Ja, das ist ein Punkt, wo ich als Installateur tatsächlich vorsichtig wäre. Ich berate als Anwalt eben auch die Installateure. Und da gab es jetzt schon im alten Jahr, vor dem Jahreswechsel schon häufig so die Frage, was ist jetzt mit der Umsatzsteuer? Lasse ich die jetzt weg? Oder ich habe die Anlage schon gebaut, ich schreibe dann erst im nächsten Jahr die Rechnung. Also da muss ich als Installateur aufpassen, wie ich meine Rechnung schreibe. Weil im schlimmsten Fall droht mir als Installateur, dass das Finanzamt in ein, zwei Jahren sagt, Moment, da in dem Fall hätte aber durchaus die Umsatzsteuer angesetzt werden müssen. Und dann hafte ich möglicherweise als Installateur für die Umsatzsteuer, die damals nicht abgeführt wurde. Das heißt, das Finanzamt möchte dann trotzdem die Umsatzsteuer haben, obwohl ich sie bei meinem Kunden gar nicht
kassiert habe. Also zum einen, wie gesagt, muss man genau zeitlich abgrenzen, ab wann sind denn die Anlagen umsatzsteuerfrei? Für die Umsatzsteuer ist maßgeblich, wann die Leistung im Wesentlichen erbracht wird. Das heißt, es ist nicht entscheidend, wann wurde der Vertrag geschlossen oder wann wurde die Rechnung geschrieben, sondern wann wurde die Anlage im Wesentlichen gebaut. Und zum anderen, die Umsatzsteuer, die ist nicht weg, sondern die ist jetzt gleich null. Ja, das heißt, ich weise die Umsatzsteuer immer noch aus, aber ich muss da eben jetzt eine Null hinschreiben. Und das ist aber eigentlich an verschiedene Voraussetzungen geknüpft. Und zum Teil kann ich die gar nicht als Installateur wissen, ob die da sind. Das heißt, ich muss mich dann auch ein bisschen auf die Angabe des Kunden verlassen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind oder nicht. Und deswegen würde ich bei der Ausgestaltung der Rechnung als Installateur eben darauf achten. Zum einen, wie gesagt, die Zeile mit der Umsatzsteuer, die entfällt nicht komplett, sondern die wird eben nur auf 0 gesetzt. Da, wo bislang 19 stand, steht jetzt 0. Ansonsten bleibt die Zeile eben drin. Und dann sollte da eben drin stehen, dass die Vergütung zusätzlich der gesetzlichen Umsatzsteuer eben verlangt werden kann, wenn es denn dann doch dazu kommt, dass die Umsatzsteuer möglicherweise aus irgendwelchen Gründen vom Finanzamt verlangt wird, könnte ich dann immer noch sagen, dass ich sie von meinem Kunden dann doch noch in Rechnung stellen kann, wenn sich das später herausstellt, dass die Voraussetzungen möglicherweise gar nicht vorlagen. Also auch das nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, gerade für alle die, die häufiger Kontakt mit Installationsbetrieben haben oder die jetzt hier heute anwesend sind und sich selber mit dem Thema beschäftigen beziehungsweise selbst installieren. Vorsicht an der Bahnsteigkante, dass man vom Finanzamt hinterher nicht noch Ärger bekommt. Damit nähern wir uns, wir sind schon ein bisschen drüber weg. Die Punktlandung haben wir quasi jetzt in diesem Moment erreicht und ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen allen nochmal ganz herzlich zu danken und natürlich auch Herrn Lange nochmal ganz herzlich zu danken. Das war ein super Überblick über alles, was es gerade zu beachten gilt, was es zu bedenken gilt. Ich hoffe, Sie konnten vielleicht auch die ein oder andere Inspiration für sich mitnehmen. Wir haben ja schon gehört, das ist alles keine Raketenwissenschaft. Von daher trauen Sie sich, Ihre guten PV-Vorsätze in diesem Jahr umzusetzen und wenden Sie sich sonst vertrauensvoll an Herrn Lange oder auch an uns. Ja, ich lasse Sie natürlich nicht in den Nachmittag, ohne nochmal darüber zu reden, wie es denn weitergeht. Und zwar morgen schon. Wir haben heute über PV gesprochen. Morgen geht es ums Thema Wasserstoff. Melden Sie sich gerne an über wasserstoffwirtschaft.sh. Kaffee, Tee und Wasserstoff, grüner Wasserstoff für Gewerbe und Industrie. Was brauchen Sie? Welche Nutzungsmöglichkeiten sind für Sie denkbar? Kommen Sie ins Gespräch, arbeiten Sie in Workshops und geben Sie auch dem Land nochmal wichtige Impulse, wie es mit der Wasserstoffstrategie weitergehen kann. Am 16. Februar gibt es ein neues Format, auf das ich mich persönlich schon sehr, sehr freue. Das wird mein Kollege Frank Kurpjun aus Flensburg betreuen, und zwar ein Online-Finanzierungssprechtag. Das heißt, Sie machen einen Termin und können sich dann online eine Dreiviertelstunde ganz vertraulich mit Herrn Kurpjun, einem Energieberater und einer Expertin von der Investitions- und Förderbank zu Ihrem persönlichen Energieeffizienzvorhaben austauschen und beraten lassen. Und natürlich planen wir auch weitere Webinare zu den Preisbremsen, zum Thema Energiemanagement, Energieaudits und Energieeffizienzgesetz. Da kommt noch was. Ja, wenn es Ihnen bis dahin langweilig wird, schauen Sie rein auf ihk.de/Schleswig-Holstein, werfen Sie einen Blick in unseren Energieticker, in die Informationen, Termine, Positionen, in die Mediathek. Das finden Sie alles in unserem Web-Special zur Energiekrise, auch zum Beispiel die Anmeldemöglichkeit für den Finanzierungssprecher. Und wenn Sie sonst etwas haben, das Ihnen auf den Nägeln brennt, Themen, Probleme, Herausforderungen im betrieblichen Alltag oder einfach Themen, von denen Sie sagen, Mensch, mach doch dazu mal ein Webinar, da müsst ihr uns mal mit zu aufschlauen, dann sprechen Sie uns einfach an. Das sind Björn Meyer und Frank Kurpjun in Flensburg, das ist Klaus Brums in Kiel und das bin ich hier in Lübeck. Die Folien mit den Kontaktdaten kommen Sie natürlich auch. So. Und damit darf ich Sie jetzt entlassen in einen hoffentlich schönen Nachmittag, in eine gute Restwoche. Toll, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich freue mich drauf, Sie wiederzusehen und sage ein herzliches Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.